Heute bin ich noch einmal nach Weimar gefahren und will hier einen Spaziergang bis zum Schloss Belvedere unternehmen. Ab dem Bahnhof ging es durch die Nordvorstadt in Richtung Altstadt, ein Stück durch den Ilmpark, die Belvedere Allee entlang vorbei an Oberweimar und Ehringsdorf bis zum Schloss Belvedere. Hier besichtigte ich Schloss und Parkanlagen und dann fuhr ich mit dem Bus bis ca. zum Schloss von Weimar. Ging wieder ein Stück durch den Ilmpark und dann besichtigte ich noch Teile der Stadt Weimar und ging wieder zurück zum Bahnhof. Hier bin ich schon wieder unterwegs in Richtung Altstadt, komme wieder an der Musikschule vorbei und gehe dann bis zum Theaterplatz in Weimar. Vorbei am Haus der Weimarer Republik fühle ich mich auf einmal wieder ganz zu Hause, denn ich sehe ein Geschäft vom Lieblingsbäcker Helbing aus Leinefelde. An diesem schönen Brunnen mit wasserspeienden Schwänen geht es nun weiter hinterm Hotel Elefant entlang und ich komme dann auch bald wieder am Ilmpark an. Auch heute gehe ich wieder ein Stück durch den Ilmpark, nur dieses Mal gehe ich auf der anderen Seite der Ilm entlang. Auch komme ich wieder am Tempelherrenhaus und den Resten des Luisenklosters vorbei. Auch hier stehen im Park wieder Denkmäler und Büsten von berühmten Menschen, die einmal mit Weimar zu tun hatten. Auf dieser Seite des Ilmparks komme ich heute auch am römischen Haus vorbei. Mit Blick auf das Ilmtal wurde es in den Jahren 1792 bis 1797 erbaut. Hier an dieser Stelle verlasse ich nun so langsam den Ilmpark und gehe dann rechts über die Belvedere Allee hinweg und gehe dann an der Straße immer weiter entlang. Am Abzweig nach Oberweimar bin ich ja nun schon vorbei und es geht weiter schnurgeradeaus. Und es werden doch schon einige Kilometer sein, bevor ich am Schloss Belvedere ankommen werde. Das Wetter war ja in den letzten Augustwochen schön und so machte mir der längere Weg auch nichts aus. Hier war ich erst am Abzweig nach Ehringsdorf angekommen. Drei Hasen schauten hier an einem Antiquitätengeschäft am Belvedere über den Zaun. Und mit gehäkelten Schnecken war hier ein Geländer verziert. Hier verrät mir nun ein Schild, dass ich am UNESCO-Kulturerbe-Park Schloss Belvedere angekommen bin. Also konnte es auch nicht mehr so weit bis zum Schluss sein. Zuerst ging ich aber hier an einem sowjetischen Ehrenfriedhof vorbei. Und auf dem nächsten Schild lese ich es auch. Es waren doch 4 Kilometer von der Altstadt bis hierher und noch 150 Meter bis zum Schluss. Und nun taucht auch Schloss Belvedere vor mir auf und ich werde mich überraschen lassen, was ich an diesem Tage hier alles zu sehen bekomme. Eingebettet in die malerische Landschaft Weimars liegt das Schloss Belvedere, ein barockes Meisterwerk, das seit dem 18. Jahrhundert Geschichte und Kultur vereint. Erbaut zwischen 1724 und 1744 unter Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar, diente Schloss Belvedere als Sommerresidenz und Rückzugsort des Hofes. Umgeben von weitläufigen barocken Gärten versprüht das Schloss eine Harmonie aus Natur und Architektur,
ein Sinnbild höfischer Lebensfreude. Heute gehört Schloss Belvedere zum UNESCO-Welterbe und zieht Besucher aus aller Welt an, die die Schönheit des barocken Gesamtkunstwerkes und seiner Sammlung bewundern wollen. Von den schön gepflegten und angelegten barocken Gärten gehe ich nun hinüber zur Orangerie. Von den kleinen Barockgärten sind es doch einige Meter zwischen verschiedenen Gebäudeteilen und einer Mauer entlang, bis ich dann an der Orangerie ankomme. Links neben der Orangerie befindet sich noch ein kleiner Deich, den ich mir vorerst anschauen werde. Und nun betrete ich auch die Orangerie. Einst als Überwinterungsort exotischer Pflanzen konzipiert, ist sie heute ein lebendiges Zeugnis barocker Gartenkunst und höfischer Pracht. Erbaut im 18. Jahrhundert spiegelt die Orangerie die Vorliebe des Adels für exotische Pflanzen und florale Vielfalt wider, die den Wohlstand und die Eleganz der herzoglichen Hofhaltung unterstrichen. Im Zusammenspiel mit den umgebenden barocken Gärten fügt sich die Orangerie harmonisch in die Landschaft ein, wodurch sie nicht nur als Bauwerk, sondern als integraler Bestandteil des Gesamtkunstwerks Schloss Belvedere betrachtet werden kann. Mittlerweile bin ich nun auch schon im sogenannten Blumengarten angekommen. Der Blumengarten oder der sogenannte Neuholländergarten mit Pavillon ist der neuere Orangeriegarten im Schlosspark. Diese Blumengärten oder Orangerien verkörperten die damalige Faszination für das Fremdländische und den Wunsch, die Natur zu beherrschen und sie in kunstvoller Form zu präsentieren. Aus dem Blumengarten heraus gehe ich nun noch auf vielen Wegen durch die groß angelegten Parkanlagen hier um Schloss Belvedere. Auch hier in der weitläufigen Parkanlage gibt es noch so versteckte Kleinode wie die große Fontäne, zu der ich jetzt gehen werde. Im 19. Jahrhundert wurde ein Teil der barocken Gartenanlagen in einen englischen Landschaftspark umgewandelt, der einen malerischen Kontrast zu den strengen Formen des Barockgartens bildet. Mit seinen geschwungenen Wegen, malerischen Wiesen und natürlich wirkenden Baumgruppen spiegelt der englische Landschaftspark das aufkommende Ideal der romantischen Gartengestaltung wider. Mittlerweile bin ich nun bei meinem Spaziergang hier auch an der Fontäne und einem kleinen Wasserfall angekommen. Die ständige Bewegung des Wassers in der Fontäne verleiht dem sonst so streng angelegten Garten eine lebendige Dynamik und wirkt als erfrischender Akzent im Gesamtbild der Anlage. Auch der kleine Wasserfall steht im Kontrast zu den formalen Linien des Barockgartens und verkörpert das Ideal des 19. Jahrhunderts, die Natur nicht zu zähmen, sondern sie in ihren ursprünglichen Schönheiten zu präsentieren. Ich bin hier nun schon wieder im Park unterwegs und gehe auf die große Grotte zu. Die große Grotte am westlichen Südhang des Parks ist eine um 1850 errichtete künstliche Ruine. Über eine im Bogen geführte Brücke kann ich hinauf auf die Grotte gehen und so einen Ausblick in das Bossenbachtal genießen.
Zurück in Richtung des Schlosses setze ich nun an diesem Nachmittag meinen kleinen Spaziergang durch den Park hier fort. Komme dann an verschiedenen Sitzgelegenheiten vorbei an einer weiteren kleinen Grotte, bevor ich dann den Blick wieder auf das Schloss habe. Nun kommen wir noch einmal zurück zum Schloss. Es beherbergt heute eine bedeutende Kunstsammlung, darunter wertvolle Stücke aus der höfischen Kultur, die das Leben und den Geschmack vergangener Zeiten widerspiegeln. Nachdem ich nun hier am Tage eine ganze Zeit verbracht hatte, gehe ich so langsam wieder nach vorne und komme dann an einer kleinen Gaststätte an. Ja, hier vorne von der Gaststätte aus kann ich dann weit über das Land hinweg schauen, bis hinüber zum Glockenturm bei Buchenwald. Den Rückweg habe ich mir nun etwas einfacher gemacht, denn ich konnte ja mit dem 49-Euro-Ticket auch den Stadtbus nutzen und bin somit bis zum Schloss in Weimar gefahren. Unterwegs war an diesem Nachmittag auch wieder dieses schöne batteriebetriebene Stadtführungsmodell. An der Ilm entlang ging ich nun wieder durch den Park in Richtung Schloss, genauer gesagt, ich ging auf die Sternbrücke zu. Über die Brücke war ich dann hinweggegangen und diesmal bin ich auf der anderen Seite der Ilm, also links abgebogen, und habe mir dann entlang der Ilm wieder einen Weg zurück nach Weimar gesucht. Überall sprudelte und plätscherte hier das Wasser der Ilm und ich kam an einer weiteren Brücke an. Unter der Brücke hindurch ging ich dann weiter an der Ilm entlang. Auf der rechten Seite sah ich monumentale Bauten und links neben mir ergoss sich dann ein kleiner Wasserfall. Erneut ging es dann für mich unter einer Brücke hindurch und einige hundert Meter später bin ich dann links über eine Brücke über die Ilm hinweggegangen und kam dann zurück ins Stadtgebiet von Weimar. Auch hier musste ich mich nun wieder links rum halten, um irgendwie zurück ins Stadtzentrum zu kommen. Es dauerte dann auch nicht lange und ich kam am Atrium, einem modernen Einkaufszentrum der Stadt Weimar, vorbei. Das Weimarer Atrium liegt ja zentral in der Stadt, in unmittelbarer Nähe zum Weimarer Hauptbahnhof. Am Kongresszentrum Weimar Halle angekommen, machte ich dann noch einen kleinen Spaziergang durch den dahinterliegenden Park. An diesem Tage war man hier beschäftigt, mitten in dem kleinen See eine große Bühne aufzubauen. An den schönen Blumenanlagen entlang ging ich noch bis zur anderen Seite des Parks, wo man dann auf ein Schwimmbad schauen konnte. Für mich hieß es nun aber wieder langsam umzukehren. Ich ging auf der anderen Seite des Parks entlang, ging wieder an der Kongresshalle vorbei und machte mich dann auf dem Weg in Richtung Hauptbahnhof. Auch hier im Hauptbahnhof von Weimar wurde ich noch einmal überrascht von einem Geschäft meines Lieblingsbäckers Helbing aus Leinefelde. Und dann ging ich hinauf zum Bahnsteig, um mit der Bahn auch zurück bis nach Leinefelde zu fahren.